kehrt zurück aus dem DDV-Studio. Oh! Okay, das ist typisch für DDV. Es muss immer irgendwas passieren. Ah! Okay, also wir waren heute auf. Ah! Leute, auf jeden Fall. Hallo, ich bin die Erna. Stell dich, komm, geh mal zur Seite. Ich bin die Erna, ich mache das jetzt hier, ja? Also, ich leite das Hotel Sonnenschein. Schön, dass du da bist. Hier ist unser Hotelzimmer, unser Premiumzimmer. Ja, das kann sich auch nicht jeder leisten. Könnt ihr mal einen Blick reinwerfen? Die ergonomisch korrekte Liege bzw. Bett. Wir haben natürliches Licht mit unseren Kerzen. Und wer mag, der kann auch noch etwas Brunnenwasser dazugestellt bekommen. So, jetzt gibt es natürlich auch solche Kollegen, Gäste, die müssen mal aufs Klo in der Zeit, wenn sie hier sind. Auch dafür ist natürlich gesorgt, aber Vorsicht. Hier, diese Tiere überwintern hier. Also, schön aufpassen, ja. Wir leben nämlich in Einheit mit der Natur und den Tieren. Wir lieben Tiere. Also, vorsichtig aufmachen. Hier ist dann die Toilette. Jeden Tag gibt es eine frische Klorolle, aber nur eine auf Hotelkosten. Zwei müssen extra bezahlt werden, okay? So, wenn einer das Bedürfnis hat zu duschen, kein Problem, sagt mir Bescheid, ich hole euch das Wasser, okay? Also, wunderbar. Ich gut. Möchte Ihnen natürlich eine Frage haben wir stellen. Woher kommt denn genau das Wasser? Aus unserem Badeteich. Also, natürlich und bitte keine Unterbrechung mehr, ja? Wir haben natürlich auch an die süßen Kleinen gedacht. Klar, wir lieben sie ja so sehr. So, und da haben wir hier Rob die Robbe. Wir haben die Leseecke mit unseren Comics, die so lustig sind. Wir haben ein Dartboard. Und wir haben eine Frisbee und jetzt kommt etwas, das gibt es nur einmal und zwar hier. Wir haben Messerwerfen, auch schon für die ganz Kleinen. Ab einem Jahr können ihre Eltern, Kinder beim Messerwerfen mitmachen. Wir können das gerade mal hier kurz demonstrieren. So, Messer werfen, zack, so, klappt nicht immer, macht aber nichts. Und werden ihre Kinder Messerwerfen üben, wunderbar. Sitzen Sie bei uns am heimischen Buffet. Sitzen Sie bei uns am heimischen Buffet. Wir glauben auch nicht daran, das Obst von den Bäumen runter zu zerren. Das ist brutal. Nein, wir warten, bis das Obst bereit ist, gegessen zu werden und herunterfällt. Es gibt für die romantischen Abende zu zweit auch die Kerze und unser Brunnenwasser. Und wer immer nicht so gut sieht, kein Problem, da haben wir noch eine Brille. So, also, mach's dir bequem in deinem Zimmer, viel Spaß beim Übernachten. Ciao, das war die Erna. So, vielen Dank, meine Leute, erstmal an euch, auch an Erna, die eigentlich meine Assistentin war, und an eine Hütte, die sehr ekelhaft ist. Das war wieder mal DDVTV. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und herzlichen Dank. Oh, das will ich mir jetzt angucken.